Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der Michaelkirche in Marktberolzheim, liebe Glaubensfamilie. Schön, dass Sie mit uns feiern. Pfarrerin Miriam Krug-Lettenmeier befindet sich auf Studienreise und so darf ich heute mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern. Mein Name ist Nicole Heinrichmeier. Ich arbeite als Religionspädagogin in verschiedenen Schulen hier im Umkreis und in der Pfarrei Dietfurt-Dettenheim. Können Sie das Senfkorn in meinen Fingern sehen? Es ist winzig klein, fast nicht zu erkennen. Manchmal, da ist es mit unserem Glauben auch so. Wir haben das Gefühl, er ist unscheinbar, vielleicht sogar wertlos. Da wäre doch so eine Rundumerneuerung eine gute Sache, ein Glaubens-Upgrade sozusagen. Was Jesus dazu wohl zu sagen hat? Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du sagst uns, mit all unserer Sorge können wir zu dir kommen. Gib uns die Kraft, das zu tragen, was wir nicht ändern können, und Ideen und Mut, das zu ändern, was wir ändern können. Und schenk uns dazu die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Dir vertrauen wir in Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht beim Evangelisten Matthäus im 6. Kapitel. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gott segne sein Wort an uns allen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Thank you.
Bestimmt wissen Sie, was ein Upgrade ist. Ins Deutsche übersetzt heißt das ganz einfach, etwas höher einstufen. Eine Bekannte hat mir letztens ganz fröhlich von ihrem Italienurlaub erzählt. Unter anderem hatte sie sich darüber gefreut, dass sie im Hotel ein Upgrade bekommen hatten. Ihr Zimmer, das war deutlich größer als gedacht und die Ausstattung viel hochwertiger. Sie haben sich dort gleich wohlgefühlt. Das ist ja cool, so ein Upgrade, dachte ich. Mir ist das noch nie passiert. Schade eigentlich. Zur Zeit Jesu, da gab es diesen Begriff des Upgradens natürlich noch nicht. Aber genau der ist mir eingefallen bei der Beschäftigung mit dem heutigen Predigtwort, das im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel steht. Die Jünger sprachen zu Jesus: Herr, stärke unseren Glauben. Jesus aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Stärke unseren Glauben, so bitten die Jünger. Wir erfahren nicht, was der Grund für sie war, um mehr Glauben zu bitten. Ob sie vielleicht wieder einmal ihre Zweifel hatten, dass der Weg richtig ist, den sie mit Jesus gehen? Ob sie vielleicht schon ahnten, welche schweren Stunden Jesus und auch ihnen bevorstanden? Vermutlich hat auch die Gemeinde, der Evangelist Lukas diese Geschichte erzählt hat, vielerlei Anfechtungen im Glauben erlebt und sie wünschten sich Sicherheit und Gewissheit für ihren Glauben. In manchen Situationen wünschen wir uns ja auch heute vielleicht mehr Glauben für uns selber und auch für andere. Ob Sie diese Bitte auch schon einmal gefühlt, gedacht oder im Gebet ausgesprochen haben? Hilf mir, dass mein Glaube größer wird. Oft genug wird unser Glaube ja auf die Probe gestellt. Durch das, was wir erleben, durch kritische Anfragen von außen vielleicht oder auch durch laut oder leise nagende Zweifel in uns selbst. Herr, stärke unseren Glauben. Diese Bitte der Jünger, die ist für mich absolut nachvollziehbar. Da sorgen sich Menschen um ihren Glauben. Und zu wem sollten sie mit ihrer Bitte gehen, wenn nicht zu Jesus? Was die Jünger damals wohl von Jesus erwartet haben? Womöglich ja eine ganz übernatürliche Veränderung von außen, ein Upgrade ihres Glaubens sozusagen, eine neue Erfahrung, einen plötzlichen Gewinn an Zuversicht und Vertrauen zu Jesus, eine neue Sicherheit, die alle Zweifel wegnimmt. Das wäre ja schon was, oder? Ein richtig schönes Upgrade im persönlichen Glauben. So, dass er durch nichts mehr zu erschüttern ist. So, dass er einen selber und andere gleich mit durch das Leben und den Tod und durch alles Schwierige hindurchträgt. Ein Glaube, auf den man sich verlassen kann und der dabei nach außen auch noch strahlt. Die Antwort Jesu auf die Bitte der Jünger, die hat mich allerdings erst einmal in Ratlosigkeit gestürzt. Denn das, was Jesus sagt, ist eigentlich überhaupt keine Antwort auf diese Bitte. Jesus aber sagte: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Wovon redet Jesus da? Die Jünger damals hatten wohl sofort ein Bild vor Augen. Und auch wir denken vielleicht gleich an den Unterschied zwischen diesem ziemlich kleinen Körnchen und einem stattlichen Baum. Das schwarze Senfkorn, das Jesus da meint, das ist nur ungefähr einen Millimeter im Durchmesser. Also wirklich winzigst.
Und der Maulbeerfeigenbaum, das ist ein großer Baum mit einer mächtigen, mit einer ausladenden Krone und einem Wurzelbett, das die Größe der Krone noch um ein Weites übertrifft. Was für eine verrückte Vorstellung erzeugt Jesus da? Ein riesiges Ungetüm von Baum schwebt durch die Luft. Seine Äste streckt er wie Arme von sich. Und mit seinen Wurzeln, die nach allen Seiten abstehen, die mindestens das Doppelte von den Ästen messen, da gibt er doch ein urkomisches Bild von einem Baum ab. In die Luft geschickt, vom Glauben in der Größe eines winzigen Senfkörnchens. Ob die Zuschauer, Zuhörer damals geschmunzelt oder gar gelacht haben, ob sie ihre Köpfe geschüttelt haben, das erzählt der Evangelist Lukas leider nicht. Und ich hätte ja auch gerne gewusst, ob sie mit Jesu Satz zufrieden waren, ob sie damit etwas anfangen konnten. Denn man erhält ja fast den Eindruck, Jesus will sich bei der Frage nach einem idealen Glauben gar nicht aufhalten. Er gibt den Bittenden keine Anweisungen, das könntet ihr tun, das solltet ihr lassen, wenn ihr im Glauben höher eingestuft werden wollt. Naja, aber die Jünger, die waren doch, und ich bin doch und sie sind doch vielleicht auch, eben auf der Suche nach so einer Antwort oder ja, nach Tipps und nach Ratschlägen. Wie können wir unseren Glauben stärken, wie können wir ihn upgraden? Was hilft da ein seltsames Bild von einem riesigen fliegenden Baum? Mir hat ein Satz geholfen, den ich zu diesem Bibelwort gelesen habe. Mit seinem Bild vom durch die Lüfte schwebenden Baum, da nimmt Jesus alles Ideale, Eindrückliche und Großartige, das man dem Glauben andichten könnte, auf den Arm. Und er versenkt es wie den Baum im Meer. Ich verstehe das so. Jesus will seinen Jüngern sagen, ihr braucht überhaupt keinen größeren oder besseren Glauben. Dieses Bild, das ihr euch da macht, dass euer Glaube besonders gut oder stark sein müsste, das ist gar nicht der richtige Weg. Es geht nicht um die Größe und die Stärke des Glaubens, nach der ihr fragt. Und es geht auch gar nicht um die eigene Kraft. Wer sich um einen perfekten Glauben Sorgen macht, der verliert womöglich das Entscheidende aus dem Blick. Dieses Streben nach mehr Glauben, das kann vielleicht sogar davon ablenken, dass es beim Glauben ja gar nicht um uns geht, sondern um Gott. Und Gott will nicht mehr als unser Vertrauen und unsere Liebe. Er will kein perfektes Ideal. Er will keine Menschen, die ein höchstes Upgrade im Glauben haben. Er will einfach das Herz der Menschen. Und alles andere, ob mehr oder größer oder besser, das ist für Gott nicht wichtig. Für die Menschen manchmal schon. Und dann macht es Stress, Glaubensstress. Der entsteht, wenn wir unseren Glauben messbar machen wollen, wenn wir auch über den Glauben von anderen urteilen und wenn sich jemand selber unter den Druck setzt, weil er meint, er glaubt nicht genug oder nicht gut genug. Selbst so einem winzigen Körnchen Glauben, so winzig wie das Senfkorn, das kleinste Samenkorn in der Gegend damals, selbst diesem Körnchen wohnt eine enorme Kraft inne, sagt Jesus seinen Jüngern und das sagt er auch uns. Wer einen solchen Glauben hat, der braucht gar nicht um mehr bitten. Und ich denke, hätten die Jünger nicht schon dieses Körnchen Glauben gehabt, sie hätten ihre Bitte doch gar nicht ausgesprochen. Wer gar nicht glaubt, dass da einer ist, der unsere Bitten hört, der braucht ja gar nicht zu bitten. Und wer nicht glaubt, dass es da eine Antwort geben kann, ja, dass diese Bitte irgendetwas verändert, der würde nicht bitten. Der würde vielleicht verzweifeln und gar nicht mehr rufen.
selbst einem winzigen Körnchen glauben, so winzig wie das Senfkorn, wohnt eine enorme Kraft inne, sagt Jesus seinen Jüngern und sagt er uns. Traut Gott doch zu, dass er etwas aus diesem kleinen Körnchen machen kann. Bei ihm ist nichts unmöglich und er freut sich über jeden noch so kleinen Senfkornglauben, wenn er nur diesen lebendigen Kern eines Samenkorns in sich trägt. Die Verheißung an uns ist die: Euer Glaube wird wachsen zu seiner Zeit. Vielleicht nicht, wenn ihr das wollt. Und vielleicht sucht er sich Wege und Orte, mit denen wir gar nicht rechnen. Aber wenn dieses Grundvertrauen da ist, dann kann daraus etwas werden, wenn es so sein soll. Dann kann der Glaube Kreise ziehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lasst uns beten und Fürbitte tun. Herr unser Gott, alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand. Sei mit deinem Geist der Hoffnung bei uns, dass wir nicht aufhören, nach dir zu fragen und dich zu bitten. Zeige uns immer wieder, dass unser Glaube, so gering er uns auch manchmal erscheinen mag, vor dir angesehen ist. Herr unser Gott, sei mit deinem Geist des Friedens da, wo Menschen sich hassen und verachten. Zerbrich die kleinen und großen Kreisläufe der Gewalt und lass die Menschen den Weg Jesu finden, der dazu führt, dass wir uns gegenseitig achten. Lass dein Reich unter uns Menschen Wirklichkeit werden. Herr unser Gott, wir bitten dich für uns. Lass unser Leben in deinem Geist der Liebe geborgen sein. Höre auf das, was uns besonders am Herzen liegt und was wir jetzt in der Stille vor dich bringen. Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, darf ich mich im Namen der Kirchengemeinde noch ganz herzlich bedanken für alle Spenden der vergangenen Woche. Ihnen eine gesegnete Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.